Sehr geehrte Damen und Herren, als Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät möchte ich Sie alle ganz herzlich zu unserer zweiten Fritz-Tillmann-Lecture begrüßen. Ich freue mich sehr über das so große Interesse in dieser Veranstaltung in der größten Hörsaale hier der Universität Bonn. Mit Ihren Fritz-Tillmann-Lectures will die Katholisch-Theologische Fakultät in öffentlichen Vorträgen und Diskussionen sich mit Themen befassen, die in Verbindung mit ihrem Forschungsschwerpunkt Ambiguitäten, Identitäten, Sinnentwürfe stehen. Der Namensgeber der Lecture, Fritz Tillmann, war Professor für Moraltheologie an der Universität Bonn und von 1919 bis 1921 sogar deren Rektor. Er trug maßgeblich zur interdisziplinären Weiterentwicklung der Theologie bei und zeichnete sich durch ein großes soziales Engagement und seinen Einsatz für die Belange der Studierenden aus. Also Grund genug, ihn als Namensgeber für die Fakultätslecture zu wählen. Dass eine solche Lecture durchgeführt werden kann, verdankt sich vielen Personen. Natürlich den Referentinnen und Referenten, heute ganz besonders Ihnen, Herr Pater Dr. Klaus Mertes. Herzlich willkommen. Auch möchte ich allen danken, die für die Organisation und Durchführung dieser Lecture gesorgt haben, mit anschließendem Zusammenkommen unten im Café Unique. Das wäre ohne ein großartigen Dekanatsteam nicht möglich. Ganz besonders möchte ich danken, auch wenn nicht alle jetzt gerade hier sind, weil sie unten noch in der Vorbereitung sind, Frau Anne Braun, Frau Bettina Krevingholt, Herr Hanno Doktor und Frau Ruth Jung, die im Anschluss an den Vortrag die Diskussion moderieren wird. Vielleicht kurz zu dieser Veranstaltung. Nur der Vortrag wird aufgezeichnet, aber nicht die Fragerunde. Also fühlen Sie sich im Anschluss wirklich frei, Fragen zu stellen und Diskussionen. Die Fragerunde wird nicht aufgezeichnet. Im Anschluss vielleicht auch noch kurz zur Modalität, werden dann für die Fragen Saalmikros herumgereicht, sodass wir wirklich an jedem Ort hier im Saal uns auch gut verstehen können. Das Ende wird dann so ungefähr gegen 19.50 Uhr sein, verbunden mit einer Einladung ins Café Unique hier unten um die Ecke. Ich denke, all die Kundigen hier, und es sind auch einige schön zu sehen, folgen Sie einfach ihnen und dann sind wir ganz gleich dort. Ambiguitäten, Identitäten, Sinnentwürfe, diese Begriffe umreißen den Forschungsschwerpunkt der Katholisch-Theologischen Fakultät hier an der Universität Bonn. Die zunehmende Pluralität religiöser und weltanschaulicher Positionen und die Folgen technologischer wie ökologischer Transformationsprozesse provozieren Krisenwahrnehmungen und Reaktionen, aus denen eine große Verunsicherung spricht. Ein konstruktiver Umgang mit den Herausforderungen der Moderne, der Spätmoderne, kann nur gelingen, wenn Mehrdeutigkeiten und Widersprüche individuell wie kollektiv angenommen und verhandelt werden. Die Theologie als wissenschaftliche Reflexion auf Glaubenserfahrungen, Glaubensüberlieferungen und Glaubenspraktiken kann dazu mit der ihr eigenen Hermeneutik und ihrer Methodenvielfalt einen spezifischen und relevanten Beitrag leisten. Auch das Thema des heutigen Abends befasst sich mit dem Wechselspiel von Ambiguitäten, Identitäten und Sinn, nämlich konkret mit dem Thema Missbrauch von geistlicher Autorität. Spirituelle Sehnsucht und der Wunsch nach spiritueller Wegbegleitung macht insofern verletzbar, als man sich einem anderen Menschen anvertraut.
Spirituelle Begleitungsbeziehungen sind ambivalent, weil sie faktisch einerseits missbrauchbar sind und der Manipulation ausgeliefert sein können und weil sie andererseits heilsam und stärkend sein können. Es bedarf daher besonderer Kompetenz und Verantwortung, um Menschen in ihrer Freiheit nicht einzuschränken, zu fördern, um Menschen nicht in der persönlichen Entwicklung hin zur Freiheit zu behindern oder gar zu schaden. Das Thema Missbrauch hat ganz unterschiedliche Facetten und Dimensionen. Dabei ist das Thema des geistlichen Missbrauchs mit ganz unterschiedlichen Aspekten verbunden. Es steht im Zusammenhang mit Machtmissbrauch, Missbrauch von Deutungsmacht, Missbrauch von Autorität, Missbrauch von Abhängigkeit, Verletzbarkeit, Manipulation, Missbrauch von asymmetrischen Beziehungsstrukturen, Missachtung von Würde. Ein großes Feld, von dem wir gleich mehr aus kompetentem Munde hören werden. Seit 2009 befasst sich die Katholisch-Theologische Fakultät mit dem Themenkomplex Missbrauch, vornehmlich mit sexuellem Missbrauch, aber auch Machtmissbrauch und geistlichem Missbrauch im Rahmen von Studientagen, Ringvorlesungen, Publikationen, Forschungsprojekten, Studienmodulen und auch in Kooperation mit dem Institut für Prävention und Aufarbeitung als An-Institut an der Universität Bonn. Hierbei geht es einerseits um theologische und interdisziplinäre Analysen im Sinne des Verstehens, das für Aufarbeitung und Prävention erforderlich ist. Andererseits geht es auch um Selbstaufklärung und Selbstkritik der Theologie als Teil der systemischen Bedingungen von Missbrauch. Die Theologie an staatlichen Universitäten ist hierfür der herausragende Ort, erstens, weil hier ein breites interdisziplinäres Umfeld besteht, das Multiperspektivität ermöglicht und so die Theologie dem kritischen Potenzial der anderen Fakultäten und Disziplinen ausgesetzt ist. Zweitens, weil die Theologie in die anderen Disziplinen, in die Universität und damit auch in die Gesellschaft hinein ihre Einsichten und Perspektiven gewinnbringend einspielen kann und auch in die Kirche. Drittens, weil an staatlichen Universitäten die nötige Unabhängigkeit gegeben ist, um auch kritische Fragen in die Theologie selbst hinein, in religiöse Gemeinschaften, Frömmigkeitspraktiken und Kirche zu stellen. Sie können für die Kirche, kirchliche Gemeinschaften, Autoritäten und Machtkonstellationen Perspektiven eröffnen, aber auch unbequem sein. Theologie befindet sich somit an der Grenze und verbindet die kirchlich-systemische Binnenperspektive mit dem methodisch-kritischen Blick der Außenreflexion. Gerade an staatlichen Universitäten steht Theologie so im Schnittfeld von Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft. Auf diese Weise kann sie ihrer Aufgabe als orientierender und kritischer Sinn und Erfahrungswissenschaft im Horizont des christlichen Gottesglaubens nachkommen. Theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten sind dank staatlicher Finanzierung eigenständige Orte für kritische Reflexion und Bildung. Prozesse der Aufklärung und Aufarbeitung brauchen solche Orte und Akteure, weil Systeme bei der Selbstaufklärung an ihre Grenzen stoßen. Daher rührt auch die Bedeutung von staatlichen Aufarbeitungskommissionen. Was nötig ist, um sich diesem Thema zu stellen, ist Mut, Wille, Integrität, Kompetenz und Konsequenz. Und damit bin ich schon beim Referenten des heutigen Abends, Herrn Dr. Klaus Mertes. Pater Dr. Klaus Mertes, ich glaube, ich brauche ihn eigentlich nicht vorstellen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich denke, es gebührt nicht nur der Anstand und die Höflichkeit, sondern es ist auch ein Ausdruck und Respekt und auch nochmals diese vielfältigen Facetten zu zeigen, die Sie
schon lange mit diesem Thema verbinden und sie auch bündeln. Und wenn Sie mir das erlauben zu sagen, vieles davon kommt natürlich nicht zur Sprache, weil es a. keinen Platz finden würde und zweitens, weil manches davon auch nicht hierhin gehört. Sie sind in Bonn aufgewachsen und haben an Aloysius-Kolleg der Jesuiten sind Sie zur Schule gegangen. Nach dem Wehrdienst hat Pater Klaus Mertes ein Studium der Slawistik und klassischen Philologie hier in Bonn aufgenommen. 1977 entschieden sie sich zum Eintritt in den Jesuitenorden und studierten Philosophie in München und Theologie in Frankfurt. Nach der Priesterweihe 1986, dem Referendariat und einigen Jahren Schuldienst in Hamburg wechselte er 1994 nach Berlin an das Canisius-Kolleg der Jesuiten, dessen Leitung er von 2000 bis 2011 innehatte. In dieser Funktion entschloss sich Pater Mertes 2010, die Missbrauchsvorwürfe gegenüber Geistlichen und Lehrern am Canisius-Kolleg offenzulegen und um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche zu ringen. Mit diesem Schritt begann eine beispiellose Auseinandersetzung innerhalb und außerhalb der Kirche. Nach einer weiteren Station als Schulleiter in St. Blasien von 2011 bis 2020 ist Pater Mertes seit 2021 Superior der Berliner Jesuitenkommunität im Ignatiushaus und Redaktionsmitglied der weit bekannten und traditionsreichen Stimmen der Zeit. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer und Rektor war und ist Pater Mertes seelsorgerisch und publizistisch aktiv und in unterschiedlichsten Kontexten als Berater und Begleiter engagiert. 2019 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Freiburg und 2021 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Herr Pater Dr. Klaus Mertes, im Namen der Katholisch-Theologischen Fakultät möchte ich Sie hier nochmals ganz herzlich im Hauptgebäude der Universität Bonn, Sie kommen ein bisschen zurück, an Ihr ersten Studienort begrüßen und willkommen heißen. Wir danken Ihnen, dass Sie von Berlin hierher gekommen sind. Das war ja in den letzten Tagen auch erstmal eine Suchbewegung, aber das hat ja alles bestens geklappt, um hier die zweite Fritz-Tillmann-Lecture zu halten. Ich erspare mir jetzt im Einzelnen die Verbindungen herzustellen, die zwischen Fritz Tillmann und Ihnen noch gezogen werden könnte. Ich habe lang genug geredet. Sondern so darf ich Ihnen nun das Wort übergeben und Sie zu einem Vortrag bitten, schreckliche Verwechslungen über den Missbrauch geistlicher Autorität. Pater Mertes, Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Professor Sautermeister, lieber Bürgermeister Hans Daniels und Frau Daniels, vielleicht darf ich Sie besonders erwähnen, dass Sie hier sind, das freut mich ganz besonders. Und sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Einladung. Ich habe 5 Punkte, die ich sagen möchte, dann ahnen Sie auch, wann es dann ungefähr zu Ende geht. Der erste Punkt betrifft den Begriff Verwechslung. Ich nähere mich dem Phänomen des geistlichen oder auch spirituellen Missbrauchs über den Begriff der Verwechslung. Ich habe ein biblisches Beispiel dazu. Der Knabe Samuel lebt im Tempel von Shiloh bei seinem Lehrer, dem Priester Eli. Nachts im Schlaf hört er eine Stimme: Samuel, Samuel. In der Sprache der Bibel ist die zweifache Nennung des Namens ein Signal. Das ist die Stimme Gottes. Doch Samuel meint, Eli habe ihn gerufen. Er verwechselt die Stimme Gottes mit der Stimme Elis. Also weckt er den Eli und sagt, du hast mich gerufen. Eli antwortet, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Und der Vorgang wiederholt sich. Beim dritten Mal begreift Eli, Gott hat den Samuel gerufen. Er schickt den Samuel zurück und rät ihm, wenn das nächste Mal der Ruf erklingt in deinem Schlaf, dann sage, rede Herr, dein Diener hört.
Also Eli weist die Übertragung oder die Verwechslung zurück. Er löst sie dadurch auf, die Verwechslung. Damit wird er seiner Rolle als geistlicher Lehrer gerecht. Er lehrt den Schüler oder die Schülerin selbst zu hören, statt bloß auf ihn zu hören. Das entspricht der Annotation aus den ignatianischen Exerzitien. Da steht in der Nummer 15, der die Übungen gibt, also der Lehrer oder die Lehrerin, darf nicht den, der sie empfängt, also Schüler oder Schülerin, mehr zu Armut oder zu einem Versprechen oder deren Gegenteil bewegen oder zu einem bestimmten Stand oder einer bestimmten Lebensweise mehr als zu einer anderen. Denn es ist in diesen geistlichen Übungen beim Suchen des göttlichen Willens angebrachter und viel besser, dass der Schöpfer und Herr selbst sich seiner frommen Seele mitteilt. Und das ist die Aufgabe des geistlichen Lehrers oder der geistlichen Lehrerin. Zwischen Eli und Samuel waltet ja ein asymmetrisches Verhältnis. Knabe, Erwachsener, Schüler, Lehrer. Man könnte auch sagen, es besteht ein Verantwortungsgefälle. Die Verantwortung für die Auflösung der Verwechslung liegt beim Erwachsenen, bei Eli, nicht bei Samuel. Das ist sehr wichtig, das auch für den Rückblick auf Biografien zu beachten. Betroffene geben sich rückblickend oft selbst die Schuld an den Verwechslungen, mit denen ihr biografisches Drama begann. Aber sie tragen nicht die Schuld. Problematisch wird es erst, wenn Eli die Projektion annimmt, wenn sie ihm vielleicht sogar schmeichelt. Also wenn Samuel auf eine Person stößt, die sich selbst auf die eine oder andere Weise als Medium göttlicher Stimme, göttlichen Willens versteht. Und dann besteht die Gefahr, dass die Falle zuschnappt. Es entsteht ein Einvernehmen, das von außen auch nicht mehr so einfach zu durchbrechen ist. Es ist nur sehr schwer, daran heranzukommen. Wenn Samuel glaubt, dass Eli die Stimme Gottes ist und Eli von sich selbst auch meint, dass er es ist, dann ist es schwer, nochmal von außen da hineinzublicken. Dann entsteht die Blackbox. Derart problematisches Einvernehmen besteht nicht nur in Zweierbeziehungen, sondern auch in Gemeinschaften und Sympathisantenumfeldern, die sich um eine Person scharen, die sie dann für ein Medium des göttlichen Willens halten. Also entweder, weil diese Person selbst im Wahn gefangen ist, Delir, so formuliert die Aufarbeitungskommission für den Fall Thomas Philippe und Jean Vanier, also Thomas Philippe, der Lehrer von Jean Vanier, darüber werde ich nachher noch einiges sagen, wenn es konkret wird, oder im Zynisch, wie im Falle von Martial Marcel, dem Gründer der Legionäre Christi. Das ist ja so erschütternd, dieses Verbrecherische an dieser Gestalt zu sehen, der da am Ende noch in Saus und Braus eben über seine Opfer verhöhnt. Das gehört zu den bedrückenden Erkenntnissen der letzten Jahre. Es sind gerade auch oft hochverehrte Gründerpersönlichkeiten von geistlichen Gemeinschaften und Orden, die sich als Verbrecher oder als Sektierer oder als beides gleichzeitig entpuppten. Ich bleibe noch kurz bei dem Verwechslungsschema der biblischen Erzählung. Man könnte ja auch so denken, die Initiative zur Begegnung könnte ja rein theoretisch gesehen auch von Eli ausgehen. Also Samuel, Samuel, ich, Eli, rufe dich. Also in diesem Falle wandt sich der Täter an sein Opfer heran. So etwas passiert immer wieder, mehr oder weniger verschleiert, wenn eine Person oder eine Gemeinschaft aktiv anwirbt, oder man müsste genauer sagen, so aktiv auf Samuel zugeht, weil sie spürt, hier ist eine religiöse Suche und das nehme ich als Gelegenheit, um ihn für mich und meine Gruppe einzunehmen. Das läuft natürlich nicht so platt, sondern über eine Form von Zuwendung, die dann immer auch schon den Keim der Manipulation in sich trägt, über scheinbar gewaltfreie Gehirnwäsche, so nennt Stephanie Butenkemper das mit Berufung auf Studien von Jay Lifton. Lifton beobachtete, dass die in China angewandten Methoden der Gehirnwäsche, ich zitiere, trotz ihrer destruktiven und zerstörerischen Wirkung eine zeitweilig durchaus berauschende Atmosphäre erzeugte,
die die Betroffenen gewissermaßen unter Strom setzte und ihnen zunächst Antrieb verlieh. Auf Dauer bedeutet eine solche Gedankenumbildung eine in der Tat sehr ernstzunehmende und gravierende Bedrohung für die physische und psychische Gesundheit des Einzelnen. Zitat Ende. Ich habe das übrigens, wenn ich es persönlich sagen darf, auch mal selbst erlebt. Ich bin ehemaliger Schüler des Aloysius-Kollegs hier in Bonn, das ja auch eine große Aufarbeitungsgeschichte hat seit 2010, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Aber ich hatte einen Freund, Schulfreund, dessen jüngerer Bruder geriet innerhalb von kürzester Zeit nach seinem Abitur in die Fänge der Moonies, der Moon-Sekte. Das begann mit Lovebombing, wie das heißt. Also Menschen, junge Menschen kommen auf ihn zu und überschütten ihn mit Aufmerksamkeit und Liebe und laden ihn ein. Und das endete nach ein paar Tagen schon mit der Bereitschaft, in die Privatarmee von Moon einzutreten und sich dann auch eine Frau im großen Stadium zuführen zu lassen. Das Buch kann man auch bis heute lesen, Oliver von Hammerstein, Ich war ein Moonie. Der hat und ich war daran beteiligt, auch ein bisschen zuzuschauen, wie dramatisch der Prozess war, da auch wieder herauszukommen. Ja, und vergleichbare Prozesse der Gedankenmanipulation waren und sind auch eben zu beobachten in kirchlichen Institutionen, in kirchlichen Kreisen. Und das ist das wahrhaft Erschreckende, weswegen ich jetzt nicht mehr über andere, sondern nur noch über unsere kirchlichen Probleme spreche. Das ist mein erster Punkt, Verwechslung. Mein zweiter Punkt, Autorität. Also geistlicher Missbrauch ist zu unterscheiden von sexuellem Missbrauch. Zwar kann geistlicher Missbrauch mit sexuellem Missbrauch einhergehen, aber es gibt auch geistlichen Missbrauch ohne sexuellen Missbrauch. Und dieser kann sich in einer Biografie genauso verheerend für die Betroffenen auswirken wie sexueller Missbrauch. Wie ja auch umgekehrt sexueller Missbrauch in geistlichem Kontext immer auch eine Dimension von geistlichem Missbrauch hat. Und wir kommen hier schon in diese hochkomplexen Fragen, wie benennen wir das, worüber wir sprechen? Es ist eben in der Tat sehr komplex. Viele Betroffene von geistlichem Missbrauch leiden darunter, dass sie nicht als Betroffene anerkannt werden. Und das hat einen Grund darin, dass sich Mitglieder von autoritären geistlichen Gruppen meist erst als erwachsene Personen den Gruppen überhaupt anschließen. Ein eigenes Thema ist übrigens der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die in diese Gruppen hineingeboren wurden. Das ist auch immer ein sehr großes Thema. Beim Verhältnis von Eltern und Kindern, von Erwachsenen und Jugendlichen, von Ärzten und Patienten liegt auch eine Asymmetrie vor, ein Machtgefälle, das ist aber schon vorgegeben. Und dem können die Opfer ja gar nicht entrinnen. Ein Patient, der da liegt, der kann sich gar nicht wehren. Da ist gar nichts mehr zu machen. Während beim geistlichen Missbrauch ist ein Prozess vorher da zwischen erwachsenen Personen, der scheinbar nicht asymmetrisch ist. Hannah Schulz unterscheidet zwischen Macht und Autorität. Sie meint, dass geistlicher Missbrauch mehr mit dem Missbrauch geistlicher Autorität als geistlicher Macht zu tun hat. Machtpositionen werden durch Ernennung von oben verliehen. Also die Priesterweihe, das ist ein öffentlicher Akt. Oder die Ernennung zum Richter oder die Verbeamtung als Lehrer. Das sind öffentliche Akte. Also die Macht wird im Forum internum verliehen. Autorität hingegen wird in Beziehungen zugesprochen, von unten, sozusagen im Forum internum. Das wissen alle. Es gibt Lehrer oder Lehrerinnen, die Macht haben, aber keine Autorität. Ja. Klar. Es gibt solche, die beides haben. Das ist ein sehr geglückter Fall, aber auch dann ein besonders verantwortungsvoller Fall. Und es gibt im Falle der geistlichen Missbrauchssysteme besonders häufig Personen, die ihre Machtposition eigentlich erst durch ihre Autorität erworben haben, die also von unten gewachsen ist. Geistliche Autorität entsteht, wenn, so Hannah Schulz, Menschen sich staunend, wertschätzend und anerkennend einer Autoritätsperson anvertrauen, weil sie in ihr etwas von Gottes Wesen und Wirken spüren. Hinter den menschlichen Kompetenzen scheint etwas Göttliches durch, das zu noch größerem Vertrauen führt. Und zum geistlichen Missbrauch kommt es dann, wenn die Autoritätsperson die Überhöhung nicht nur nicht zurückweist, sondern quasi
die verliehene Autorität stiehlt, um sich selbst zu erhöhen. Geistlicher Missbrauch ist im Grunde genommen eine Form von geistlichem Diebstahl, so könnte man auch sagen. Missbrauch geistlicher Macht, so Hannah Schulz, kommt regelmäßig vor. Er ist aber mit objektiven Kriterien leichter zu erkennen und zu ahnden, wenn die zuständigen Personen ihren Aufsichts- und Kontrollpflichten nachkommen. Geistliche Autorität hingegen ist subjektiver und daher anfälliger für Manipulationen und verschleiernden Beeinflussungen. Viele, die sich über Missbrauch in Institutionen, von Machtpositionen in Schulen oder wo auch immer zu Recht empören, verstehen überhaupt gar nicht, was geistlicher Missbrauch ist, wegen dieses Unterschiedes. Sagen dann, ja, warum hast du dich denn überhaupt darauf eingelassen? Ja, der Missbrauch ist eben schwerer zu unterscheiden. Geistliche Missbrauchssysteme können sich außerhalb von institutionellen Kontroll- und Aufsichtszusammenhängen bilden. Sie können sich auch als geistliche Elite bewusst unter den Radar der Institution bewegen, um diese dann von innen her zu kapern. Dabei können sie zugleich den Eigeninteressen einer Institution entgegenkommen. Und zwar so, dass die Manipulation nicht auffällt, auch dann nicht auffällt, wenn sie eigentlich offensichtlich ist. Ein Bericht las ich vor einiger Zeit von einem Weltjugendtag. Der Gründer einer geistlichen Bewegung predigt in einem Stadion vor 30.000 Leuten. Er redet sich und die Anwesenden in Begeisterung hinein und ruft schließlich in den Raum hinein, wer von den hier anwesenden jungen Männern spürt eine Berufung zum Priestertum. Und dann melden sich 600 junge Männer. Von den anwesenden jungen Frauen, die werden auch gefragt, dann melden sich 700 junge Frauen. Und der anwesende Kardinal, darauf kommt es mir jetzt hier an, der das sieht, sagt in die Mikrofone hinein, diese geistliche Gemeinschaft ist ein großes Geschenk für die Kirche. Das heißt, die Institution selbst ist für den Vorgang der Manipulation blind. Ich hatte nachdem ich das selbst einmal öffentlich kritisiert hatte, diesen Vorgang mit Namensnennung, dann auch ein langes Gespräch mit Beteiligten daran. Und die haben mir dann gesagt, natürlich danach kommen noch ganz viele andere Sachen, die man macht, um dann zu überprüfen, ob das alles gut und richtig ist. Ich hatte aber das Gefühl, das ist so wie mit einer Jacke oder mit einem Hemd, wenn man das, den ersten Knopf in die zweite Schlaufe tut, dann kommt es unten schief raus. Also die Frage ist das Problem, egal was danach kommt. Das wäre ist eine wichtige Diskussion, das geschieht ja öffentlich. Mein dritter Punkt, das Thema der Nachwirkungen. Nachwirkungen von geistlichem Missbrauch hallen noch lange nach, auch wenn man auf Distanz zur Gemeinschaft gegangen ist. Der Schritt nach draußen ist unendlich mühsam. Mein Oberer ist immer noch in mir, erzählt mir ein Mann noch 3 Jahre nach seinem Austritt. Er hebt und senkt immer noch den Daumen über mich und meine Gedanken in meinem Inneren bis in meine Träume hinein. Und sowas kriegt man nicht einfach weggeschüttelt, sondern es ist da. Und durch den geistlichen Missbrauch wird auch der Glaube erschüttert. Gebete und kirchliche Sprache ist kontaminiert. Aber es bleibt ja zugleich diese ursprüngliche Sehnsucht nach Gebet und Glauben. Eine Ordensfrau erzählt mir, sie ist wegen einer Burnout-Krise für 1 Jahr der Entscheidungssuche auf Abstand zur Gemeinschaft gegangen. Extra domum nennt man das in unserer Ordenssprache. Sie muss überhaupt erst wieder leben lernen, sich im normalen Alltag zurechtfinden, eigene Entscheidungen treffen. Das kann man ja in vielen Berichten nachlesen. Der berühmteste Bericht der letzten Jahre ist der von Doris Reisinger, wie schwer es ist, ins Leben zurückzukommen. Das ist angstbesetzt und mühsam. Und dann kommen Briefe aus der eigenen Gemeinschaft. Komm zurück ins Licht. Und sie fragt mich, bin ich jetzt in der Finsternis? Und sie stellt sich diese Frage ernsthaft. Wenn man aus der Distanz darauf blickt, kann man sich vielleicht leichter den Unterschied erkennen, aber wenn man drin ist, ist es ganz schwer, das zu erkennen. Komm zurück ins Licht, fragt sie sich, und zwar ernsthaft. Ihr Bruder, Philosophieprofessor an einer US-amerikanischen Universität, zitiert immer Thomas von Aquin, wenn sie ihm Fragen stellt. Sie kommt an ihren Bruder nicht ran. Immer steht der heilige Thomas dazwischen. Ich vermute, in seiner Deutung in der neoscholastischen Lesart. Es geht hier gar nicht gegen den heiligen Thomas.
Aber der Bruder fragt nie, was brauchst du? Andere Betroffene leiden unter Angststörungen, geringem Selbstwertempfinden, Abhängigkeiten, Verlust der sozialen Bindungen, Einsamkeit. Jahrelang war die Gemeinschaft mein Ein und Alles. Und nun, Stephen Hassan nennt es Floaten, Betroffene immer wieder zurück in die alten Denkmuster aus den Zeiten der Bewusstseinskontrolle. Das sind auch Parallelen natürlich zu der Aufarbeitungs- und den Überlebensgeschichten von sexuellem Missbrauch, das ist klar. Ein ganz besonders schwieriges Problem, vielleicht noch stärker als beim sexuellen Missbrauch, ist die Tatsache, sagte mir auch diese Ordensfrau, ich kann mich noch gar nicht mit der Tatsache befassen, dass ich ja auch selbst als Mitglied dieser Gemeinschaft ganz viele Mitglieder akquiriert habe, die jetzt dabei sind. Also ich habe das Missbrauchssystem ja selbst als Subjekt an anderen ausagiert. Das ist nochmal eine andere Schuldthematik, die mit hineinspielt und die sehr schwer drückt. Therapien helfen auch nicht weiter, wenn Therapeuten das Problem nicht nachvollziehen können. Und zwar deswegen, weil sie es bloß psychologisch deuten. Also das heißt, ohne eine seelsorgliche, also auch ohne eine theologische Komponente auf der beistehenden, begleitenden, assistierenden Seite geht es einfach nicht weiter. Und dann bleibt für einige nur noch der Bruch mit dem Glauben. Den wollen aber, oder mit der Kirche, den wollen aber ganz viele Betroffene nicht. Ab usus non tollit usum, also der Missbrauch hebt den Gebrauch nicht auf. Missbrauch setzt die Möglichkeit des rechten Gebrauchs voraus. Sonst hatte der Begriff des Missbrauchs keinen Sinn. Religiöse Sehnsucht also, der Wunsch nach tieferer Gebetserfahrung, der Wunsch nach tragender Glaubensgemeinschaft, nach größerer Konsequenz in der Nachfolge Jesu. Ist das jetzt alles Bullshit? Das kann es ja auch nicht sein. So empfinden Betroffene und ich mit ihnen. Ich solidarisiere mich mit diesem Gefühl. Deswegen ist eine theologische Reaktion auf geistlichen Missbrauch so unverzichtbar. Es ist ein Thema der Theologie. Und deswegen bin ich bei Punkt 4, das ist der längste Punkt, der 5 ist dann ganz kurz. Ich will einfach mal so an drei Beispielen theologische Fragen aufzeigen, die ich gerne auch sozusagen an der theologischen Fakultät und Studierenden an theologischen Fakultäten zum Nachdenken geben möchte, statt bloß im Impuls der Empörung und des Erschreckens zu bleiben. Das reicht nicht. Man kann sagen, alles ganz furchtbar und weitermachen, das geht eben nicht. Also wie können wir konstruktiv darauf eingehen? Ich mache das jetzt im Folgenden. Erster Punkt, Ekklesiologie. Also 4.1. Es wird ja besonders giftig, wenn angesehene Theologen und Theologinnen selbst in geistliche Missbrauchssysteme verstrickt sind. Entweder selbst aktiv oder indem sie zulassen, dass ihre theologische Sprache benutzt wird, um geistliche Missbrauchssysteme ideologisch zu legitimieren. Es gibt theologische Bücher, die von Generationen Studierender, auch von mir selbst, mit Gewinn gelesen wurden, aber heute nach den Enthüllungen von geistlichem Missbrauch klingt ein Subtext mit, der aus unseren Ohren, auf meinem jedenfalls, nicht mehr heraus will. Ich nenne mal ein Beispiel. Verlagsankündigung des Buches Gott ist gegenwärtig von Rudolf Pesch, der große Exeget. Da steht, Kirche ist von Anbeginn ihres Bestehens Versammlung. Gott ist bei den Menschen, die er selbst zusammenruft. Die einmütige Versammlung ist von alters her für Juden und Christen ein Ort der Gegenwart Gottes, der seinem Volk nahe sein will. Ausgehend von der Gemeinderegel, Matthäus 18, wird die einmütige Versammlung als ein Ort der Gegenwart Gottes, der seinem Volk nahe sein will, in diesem Buch beschrieben. Soweit der Klappentext. Macht es neugierig auf und liest es. Ich habe es selbst mit großem Gewinn gelesen. Jetzt lese ich den Bericht der Visitatoren der integrierten Gemeinde. Da steht, die über allem bestehende Bedeutung der Gemeinde bzw. der Versammlung, das ist auch nochmal ein sehr wesentlicher Unterschied, in der Praxis nämlich, und die Art und Weise, wie die Versammlung durchgeführt wurde, führte bei vielen Mitgliedern und Anhängern zu massiven Ängsten. Die Äußerung von Kritik oder von Zweifeln an Beschlüssen der Versammlung wurde als Zeichen der Glaubensschwäche oder des Unglaubens verurteilt.
Die Versammlung hat das Recht beansprucht, den Menschen bis in die persönlichsten Angelegenheiten hinein Rat zu geben, zum Beispiel was Gestaltung von Ehe oder Scheidungen und Ähnliches betrifft. Den Rat nicht anzunehmen, bedeutete, den Weg des Unglaubens zu gehen. Dies hatte neben der Trennung von der Gemeinde sehr häufig den Verlust aller sozialen Kontakte, aller materiellen Güter, die in das Engagement für die Gemeinde geflossen waren, und oft den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge. Zitat Ende. Das Problem des Kirchenkonzeptes, also des ekklesiologischen Konzeptes, das hier unter Zuhilfenahme von bedeutendem theologischen Schrifttum hervortritt, Rudolf Pesch war selbst Mitglied der integrierten Gemeinde, aber letzte Woche war der Heilige Geist und wir haben beschlossen, Lukas Evangelium, Jerusalemer Konzil, da ist es ja der Bezugspunkt. Das Problem ist die Kombination von Vermittlung göttlicher Gegenwart mit der Vorstellung von einmütiger Entscheidung einer Gemeinde, die sich im Übrigen ganz stark als Kontrastgesellschaft zur Welt versteht. Verfahren für harte Konflikte sind nicht vorgesehen. Ich setze mal einen Satz aus Ignatius aus der jesuitischen Tradition dagegen, der mich sehr tröstet, wobei wir Jesuiten, es gibt auch bei uns in unserem Orden geistliche Gemeinschaften, davon will ich in einem ganz konkreten Beispiel auch eine Eindeutung nachher machen, aber Ignatius sagt folgenden Satz: Es kann sein, dass, und jetzt hören Sie genau zu, derselbe Geist, damit ist derselbe Heilige Geist gemeint, mich zu der einen Position aus den einen Gründen bewegt und andere Personen zu deren Gegenteil, zur gegenteiligen Position bewegt. Das heißt, aus der Tatsache, dass die eine Person sich darauf beruft und sagt, in meinem inneren Gespür spüre ich, dass ich das hier tun soll, und die andere Person sagt, ich spüre aber in mir, dass ich genau das andere tun soll, dann haben beide recht. Existenziell habe ich das in den 80er Jahren und viele von uns durchgemacht, die einen, die aus Gewissensgründen Wehrdienst geleistet haben und die anderen aus Gewissensgründen den Wehrdienst verweigert haben. In beiden Fällen war es anzuerkennen. In der integrierten Gemeinde wurde, wie Betroffene berichten, bei der Einmütigkeit dann auf zwei Weisen getrickst, weil der harte Konfliktfall ja nicht vorgesehen war. Zum einen wurden Mitglieder, von denen Widerspruch zu erwarten war, prophylaktisch von Versammlungen ausgeladen. Zum anderen kulminierte die Einmütigkeit dann doch wieder im gemeinsamen Aufblick auf die Gründerin. Ich zitiere aus einem Brief: Die Gemeinde muss Gott unaufhörlich dafür danken, dass er Frau Wallbrecher der Kirche und dieser Zeit geschenkt hat. Sie muss einmütig vor den Führern der Kirche dafür einstehen, dass Gott sie berufen und beauftragt hat, die Reform der Kirche einzuleiten. Zitat Ende. Hier deutet sich übrigens schon an, dass es einen Konflikt gibt mit den Führern der Kirche. Die Berufung der Gründerin zu bezweifeln, bedeutet dann ja auch letztlich, die Einmütigkeit der Versammlung zu stören. Was bedeutet, dass das Wort der Gründerin in der Versammlung natürlich auch ein besonderes Gewicht hat? Zweiter Themenkomplex, ich nenne ihn mal Fundamentaltheologie. Tricksen ist eine Form von Lügen. Für geistliche Missbrauchssysteme ist der Widerspruch zwischen absolut gestellten, absoluten Wahrheitsanspruch und der Praxis des Tricksens und Lügens charakteristisch. Vertuschen ist ja eben auch eine Form von Lügen. Im Dienst an der höheren Wahrheit darf gelogen werden. Frei nach dem Motto von Sören Kierkegaard, die Suspension des Ethischen durch das Religiöse. Eine Schrift, die ich sehr empfehle, um zu begreifen, wie tief und ernst man argumentieren kann, um tatsächlich zu der Meinung zu kommen, dass das Religiöse das Ethische suspendieren kann. Ich vertrete die kontradiktorisch andere Position, aber ich kenne die Faszination dieser Argumentation. Ein drastisches Beispiel für diesen Zusammenhang, nämlich Suspension des Ethischen durch das Religiöse, sind die neueren Enthüllungen über die sektiererische Kerngruppe um Thomas Philippe und Jean Vanier. Für viele, viele, viele eine besonders schmerzhafte Enthüllung, die das wirklich eben auch in diesen, Sie kennen ja die Arche, das Prinzip, also gemeinsam zusammenleben, behinderte und nicht behinderte Menschen auf Augenhöhe miteinander leben, ein großartiges Konzept.
Umso schmerzlicher jetzt hier die Enthüllungen. In der Gebetspraxis innerhalb dieses religiösen Kerns, dieses sektiererischen Kerns, wurde jahrzehntelang promisker Sex praktiziert und zugleich mystisch erhöht. Der Mann beim Sex war Jesus und die Frau war Maria als Mutter und Braut. Das können Sie alles nachlesen in dem Aufarbeitungsbericht. Diese Praxis setzte die Vorstellung einer höheren Moral für den sektiererischen Kern voraus. In seiner Dissertation entwickelt dann Vanier auch eine Theorie, dass christliche Mystik auf philosophisch begründete Moral verzichten kann. Ein Fragment seines Textes ist erhalten, das in der offiziellen Dissertation gestrichen wurde. Darin stellt er zwei verschiedene Moralkonzepte vor. Zum einen den sogenannten gemeinsamen Weg des Gehorsams gegenüber der Kirche, die in ihrer Lehre dann zugleich beansprucht, an Vernunfteinsichten anzuschließen. Dafür steht dann Thomas von Aquin und Aristoteles etc. Zum anderen aber dann den schmalen Weg derjenigen, die der Welt entsagen. Das ist der Weg der Mystiker, die, Zitat, der Heilige Geist sich in ganz besonderer Weise vorbehält. Also mystifizierter Sex als Ausdruck von Weltentsagung. Also Mystik schlägt kirchliche Lehre und Vernunft gleichermaßen. Das ist, finde ich übrigens im Umkehrschluss, ein ganz wichtiger Hinweis für das Selbstverständnis der kirchlichen Lehre, wie ich es eigentlich verstehen müsste, dass sie anschließt an Vernunftargumente und eben nicht mit einer der Vernunft enthobenen Autorität Lehraussagen macht. Also das komplexe Verhältnis eben zwischen Glauben und Vernunft steht hier zur Debatte. Der Kommissionsbericht, den die Arche in Auftrag gegeben hat, belegt an mehreren Stellen den habituellen Anti-Intellektualismus bei Thomas Philippe und Jean Vanier und in seinen Kreisen. Übrigens auch dies ein Charakteristikum vieler autoritärer Gemeinschaften. Anti-Intellektualismus hat meines Erachtens in geistlichen Gemeinschaften einen symptomatischen Charakter. Vorfahrt für Begeisterung vor kritischem Denken. Was im Umkehrschluss nicht ein Argument gegen Begeisterung ist. Ich kenne das Gefühl der Begeisterung, ich habe begeisternde Erlebnisse in Gottesdiensten und in der kirchlichen Gemeinschaft gehabt, aber es gibt die Aufgabe der geistlichen Unterscheidung. Und das ist dann auch eine Anfrage an die Gestaltung unserer Gottesdienste. Ja, diese eklatanten Regelübertritte, die hier sichtbar werden, und ich nenne sie ja nur paradigmatisch für ganz viele andere, man könnte Thema Bruch des Beichtgeheimnisses und so weiter und so fort nennen, lösen im System von Thomas Philippe keine Schuldgefühle mehr aus. Das ist auch eine der ganz erschreckenden Dinge, die kennen wir aus der Ausarbeitung von sexuellem Missbrauch. Täter haben kein Schuldbewusstsein. Und das gilt dann auch nochmal hier in den geistlichen Gemeinschaften, einschließlich Philippe und Vanier, kein Schuldbewusstsein, keine Schuldgefühle. Im Namen der höheren Wahrheit, wenn man wirklich an sie glaubt, ist eben vieles erlaubt, was eigentlich nicht erlaubt ist. Personen, die Rat und Orientierung suchend mit dieser Gegenwelt in Berührung kommen, werden verwirrt. Diabalein ist das griechische Wort, da sind wir beim Diabolos, wie ich meine. Als würden sie, um jetzt ein Beispiel aus Platons Menon zu zitieren, einen Zitterrochen anfassen. Sie kennen das. Also der Menon diskutiert und mit Sokrates und er kommt nicht weiter. Sokrates führt ihn in einer Aporie nach der anderen und da sagt er zum Schluss: Sokrates, es ist furchtbar, mit dir zu reden. Es fühlt sich immer an, als würde man einen Zitterrochen anfassen und alles ist weg, was man vorher gesagt hat. Ja, aber so ist es auch, wenn man mit Jean Vanier in Berührung kam, bei bestimmten Leuten, die hatten auch das Gefühl, einen Zitterrochen anzufassen. Allerdings bei Sokrates kommt dieses Zittern der Verunsicherung, der Verwirrung durch die Berührung mit der kritischen Vernunft, während es bei Jean Vanier mit der Berührung mit der Wahnwelt zustande kommt. Bezeichnet hier ein Zeugnis einer unverheirateten Frau. Sie sucht seelsorglichen Beistand bei der großen Autorität Jean Vanier. Da ist das sozusagen von unten gewachsene Gefälle. Jean Vanier soll mir in meiner schwierigen Situation helfen. Zitat: Ich hatte eine Beziehung mit einem Jesuiten. Natürlich haben wir uns gefragt, was machen wir damit? Und mit den ganz normalen Fragen, die eine solche Beziehung mit sich bringt.
Ich erzählte Jean davon, also Jean Vanier, und ich erzählte Gilbert davon, der gehört auch in diesen Kern. Und ihre Reaktion war mehr als merkwürdig. Als ich ihnen diese Geschichte erzählt hatte, war Jeans Reaktion Ekstase. Ja, er war regelrecht in Ekstase. Und er sagte zu mir, aber das ist doch schön bei dir, dass immer das Physische und das Psychologische zusammenpassen. Und ich sagte mir, ich hatte alles erwartet, nur das nicht. Das ist die Verwirrung durch die Berührung mit der Parallelwelt. Warnsysteme sind eben mehr als nur Parallelwelten. Vermutlich sind alle Parallelwelten mehr als Parallelwelten. Sie entwickeln gegenüber jeder Person, die sich ihr nähert, eine starke Wirkung, eine fatale Kombination aus Verunsicherung und Sogkraft. Und sie sind in diesem Sinne wirklich hochtoxisch, wie der Titel auch des neuen Buches von Frau Butenkemper ja auch sagt, toxische Gemeinschaften. Es bedarf eines starken Gegengiftes, um dem etwas entgegenzusetzen. Nicht bloß die Definition weiterer rechtlich fassbarer kirchenrechtlicher Straftatbestände, wie jetzt unmittelbar zum Beispiel nach dem Aufkommen des Berichtes über Jean Vanier dann gefordert wurde. Auf katholisch.de kann man sehen, ja, jetzt müssen hier neue Straftatbestände rauskommen. Damit kriegt man das nicht im Griff, selbst wenn es vielleicht auch richtig ist, neue Straftatbestände zu definieren. Sonst geht hier um Axiome einer jeglichen kirchlichen Theologie. Und die haben fundamental theologische Bedeutung. Also ich nenne mal ein paar Axiome, die ich mir aneigne, um durchschauen zu können, wie hier mit Bibel, mit Theologie Missbrauch getrieben wird. Also mein Gegenaxiom lautet, kirchliche Lehre und mystische Erfahrung und Vernunft sind kein Gegensatz. Oder personale Liebe wahrt die Differenz zwischen ich und du, mehr noch, sie stärkt diese Differenz. Es ist eben nicht die Verschmelzung. Die Unterscheidung von Geschöpf und Schöpfer ist unaufgebbar. Oder die Gegenwart Gottes gibt es nur bei gleichzeitigem Entzug. Und die Differenz von Schöpfer und Geschöpf ist nicht einmal durch die Inkarnation aufgehoben. Das ist eine große Frage an die Christologie. Wie formulieren wir sie? Die großen Fragen der kirchlichen Theologie stehen hier an. 4.3, die Soteriologie. Geht es noch, Herr Professor Sautermeister? Darf ich noch? Ja, okay, danke. Charakteristisch für geistliche Missbrauchssysteme ist ja ein moralisch aufgeladenes Schwarz-Weiß-Denken. Es führt im Fall der Fälle schnurstracks in die angemaßte Opferrolle. Die Weißen sind die Guten und die Schwarzen sind die Bösen und die Weißen sind dann im Fall der Fälle eben die Opfer. Kritik wird als Verfolgung erlebt, als Kreuz, als Teilhabe am Schicksal Jesu. Das passiert im Großen wie im Kleinen. Ich habe kürzlich im Januar diesen Jahres einen Bericht gelesen von einem Liechtensteiner Haasprediger. Also Sie kennen, Haas ist ein Bischof in Liechtenstein da gibt es einen problematischen Priester, der wird Haasprediger genannt. Das ist natürlich eine polemische Zuspitzung, aber mit rationalem Hintergrund. Da stößt man nämlich auf ein klerikales Milieu, für das ein Bischof verantwortlich ist, der seit Jahren Priesterkandidaten in seiner Diözese versammelt und weiht, die in anderen Bistümern abgelehnt wurden. Über diesen Haasprediger steht Folgendes zu lesen, der Pfarrer, also dieser Prediger, weist jede Schuld von sich. Auf seinem Mobiltelefon fand die Polizei 2019 Hitlers Mein Kampf, Kontaktdaten von Rechtsextremisten sowie kinderpornografisches Material. Die Liechtensteiner Justiz ermittelt gegen ihn wegen des Verdachtes sexuellen Kindesmissbrauchs. Er hat unter seinem Namen eine Internetseite eingerichtet, auf der er sich als Opfer darstellt. Und das ist der Punkt, um den es mir jetzt hier geht. Denn die Angriffe auf ihn, ja, der Hass und die Hetze gar gegen ihn zielten eigentlich, so schreibt er, auf unseren Herrn und auf die katholische Kirche. So, da haben wir das Opfernarrativ. Ja, und hier stoßen wir eben auf die Verwechslung von Widerspruch mit Verfolgung. Und das löst im Inneren der Gruppe einen immer stärkeren Loyalitätsdruck aus. Die Loyalität unter Verfolgten.
Die Dramatik der neutestamentlichen Passion lässt sich plötzlich verführerisch einleuchtend in die Szenerie der vermeintlichen Verfolgung hineinprojizieren. Nochmal aus einem Brief eines Gemeindemitgliedes: Im Leiden der Familie Wallbrecher an und in der Kirche, an ihrem, jetzt müssen wir ergänzen, gleichzeitigem, bedingungslosen und totalen Einsatz für sie, in ihrer Freude an ihr, die ich in all den Jahren miterleben und miterleiden konnte, eröffnete sich mir ein lebendiger Zugang zur Kirche. Hören Sie die soteriologische Parallele? Also Jesus im Leiden an seinem Volk, das ihn kreuzigen will, doch in der tiefen Freude und Solidarität mit seinem Volk, nimmt es auf sich und dadurch geschieht ihm Erlösung. Das ist klug formuliert, das ist sehr theologisch und es ist verführerisch nah an der Erlösungsfigur des Neuen Testamentes. Es ist ja bemerkenswert, das ist auch, finde ich, ein Hinweis, der wichtig ist, um das nochmal zu vertiefen, wie das die Passionsgeschichte dann sozusagen hineingesogen werden kann in das System. Es sind ja oft die innerkirchlichen Anfechtungen, die den größten Leidensdruck in den geistlichen Gemeinschaften in der verursachen. Das stimmt ja auch umgekehrt, Missbrauchssysteme können nie bloß durch Druck von außen überwunden werden. Der eigentliche Feind des Missbrauchssystems sitzt immer im System drin, und zwar angefangen mit den Betroffenen, denen dämmert, dass sie im falschen Film sind. Aber hier klingt eben das Verratsmotiv aus der Passionsgeschichte an. Der eigentliche Feind sitzt innen. Und diese Anfeindungen zu ertragen, ist dann der Weg der Nachfolge Jesu mit heilender Wirkung für die Gemeinschaft und für das Volk Gottes, das ja dem Evangelium so fern ist, aber eben doch das Volk ist, an das sich das Evangelium richtet. Das ist die Konstruktion, das ist eine streng christologische Konstruktion. Und das stellt natürlich eine große Frage an uns. Also an uns sage ich jetzt mal hier vereinnahmend, wie formulieren wir denn die Soteriologie des Kreuzes? Also Ich sage gleich noch etwas andeutungsweise dazu. Könnte ja auch ein Thema fürs Gespräch nachher sein. Es gibt ein ähnliches Motiv mit anderer praktischer Zielrichtung bei Jean Vanier. Auch das besonders schmerzlich, wie ich finde. Geradezu weh, das zu lesen, wenn man, wie ich, zugleich eben die Soteriologie für das Herzstück des Christentums hält. Die spätere Geschichtsschreibung interpretierte, bevor aufgeklärt wurde, die entscheidenden Jahre in dem Zusammenwirken von Thomas Philippe und Jean Vanier, also von 1956 bis 1963, als die Zeit der gemeinsamen Ausstoßung. Das sind beides Ausgestoßene. Dem einen, Thomas Philippe, wurde jegliche seelsorgliche Tätigkeit untersagt, offensichtlich, weil sich Betroffene gemeldet hatten bei den Autoritäten. Dem anderen, Jean Vanier, wurde wegen seiner Nähe zu Thomas Philippe die Zulassung zur Priesterweihe verweigert. Es gibt eine bezeichnende Szene aus den Anfang der 50er Jahre. Die Eltern von Jean Vanier waren bedeutende Diplomaten aus Kanada, hatten eine Audienz bei Papst Johannes dem 23. Und da sollte es doch nochmal um die Zulassung zur Priesterweihe gehen. Und dann nimmt ihn Johannes der 23. beiseite und sagt ihm: Trennen Sie sich von Thomas Philippe. Und er hat es nicht getan und ist dann eben gemeinsam mit ihm ausgestoßen worden. Und diese Ausstoßung wird dann unter den Bewunderern der beiden Männer als Sendung in die Schicksalsgemeinschaft mit Ausgestoßenen in der Arche gedeutet. Und so dann auch als Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Spüren Sie, wie unglaublich nah das an ein Herzstück herangeht, also für gelebte Spiritualität. Ich kann mir keine christliche Spiritualität vorstellen ohne die Praxis einer Solidarität mit Ausgestoßenen. Das ist ja gar keine Frage. Aber hier wird das in einen anderen Kontext gebracht. Bereits in den frühen Tagen der Arche, so der Kommissionsbericht der Arche, war der Keim zu dieser Sicht grundgelegt. Im schwachen, gebrochenen und ausgestoßenen Jesus sehen, der ebenfalls von den Seinen ausgestoßen wurde. Und dass allen leidenden Menschen eine erlösende Kraft innewohnt.
Das ist doch Bibel. Durch sein Leiden hat er uns erlöst. Und durch die Ausstoßung ist er selbst ein Leidender geworden und der dadurch den Leidenden eine Nähe schenkt, die er ihnen gar nicht schenken könnte, wenn er nicht ausgestoßen worden wäre. In der Seelsorge wird entsprechend das Hirtenmotiv mit dem Motiv des leidenden Gottesknechtes verbunden, bei Jean Vanier, der sein Leben hingibt für seine Schafe. Und das impliziert perverse Heilungspraktiken, die ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen entfalten möchte. Der Bericht ist sehr, sehr lesenswert. Es ist ein großartiger Bericht. Ich habe selten so etwas wirklich Aufregendes, aber Erschütterndes auch gelesen, gerade auch wegen seiner theologischen Tiefe. Ich würde gerne an dieser Stelle so gerne etwas über die Problematik von kirchlich-spirituellen und auch von esoterischen Heilungsdiskursen sagen, wenn sie mit dem Evangelium verbunden werden oder auch wie sie eigentlich kontrastieren müssen. Ich habe selbst, nur der kurze Hinweis, den ich angekündigt hatte, einmal im Jesuitenorden selbst das erlebt, was ich heute geistlichen Missbrauch nennen würde. Ich bin in eine geistliche Begleitung gegangen, fand mich dann plötzlich ein halbes Jahr später auf der Couch vor und war ein Klient geworden. Also die Verwechslung von geistlichen und therapeutischen Diskursen ist ein ganz großes Problem, weil ja ganz oft, gerade auch in solchen Gemeinschaften, ein Heilungsversprechen mit drin liegt. Für mich ist es ganz, ganz entscheidend zu sagen, ich muss nicht gesund sein, um die Nähe Gottes zu erfahren. Auch nicht psychisch gesund, um die Nähe Gottes zu erfahren. Schluss. Der letzte Punkt, viel kürzer. Dafür ein längeres Zitat. Ich lasse Sie mithören und dann dürfen Sie mit mir raten, von wem. Wenn wir eines Sonntagmorgens die alten Glocken brummen hören, da fragen wir uns, ist es nur möglich? Dies gilt einem vor zwei Jahrtausenden gekreuzigten Juden, welcher sagte, er sei Gottes Sohn. Der Beweis für eine solche Behauptung fehlt. Sicherlich ist innerhalb unserer Zeiten die christliche Religion ein aus ferner Vorzeit hereinragendes Altertum. Und dass man jede Behauptung dieses Christentums glaubt, ist vielleicht das älteste Stück dieses Erbes. Ein Gott, der mit einem sterblichen Weibe Kinder zeugt. Ein Weiser, der auffordert, nicht mehr zu arbeiten und nicht mehr Gericht zu halten, aber auf die Zeichen des bevorstehenden Weltuntergangs zu achten. Eine Gerechtigkeit, die den Unschuldigen als stellvertretendes Opfer annimmt. Jemand, der seine Jünger sein Blut trinken heißt. Gebete um Wundereingriffe, Sünden an einem Gott verübt, durch einen Gott gebüßt. Furcht vor dem Jenseits, zu welchem der Tod die Pforte sein soll. Die Gestalt des Kreuzes inmitten einer Zeit, welche die Bestimmung und die Schmach des Kreuzes nicht mehr kennt. Wie schauerlich weht uns dies alles, wie aus dem Grabe uralter Vergangenheit an. Sollte man glauben, dass so etwas noch geglaubt wird? Friedrich Nietzsche. Ich übersetze diesen Satz einfach so, alles Bullshit. Frankfurt. Der Begriff, den ich meinem Bruder Michael, der hier sitzt, verdanke, alles Bullshit. Ja, so spricht einer, der mit dem Christentum bricht. Ich habe mich dann oft gefragt, ist das nicht auch eine Symptomatik bei Nietzsche von einer Verarbeitung von geistlichem Missbrauch, die einer ganzen Kultur liegt, aus der er kommt. Also hier spricht jedenfalls einer, der mit dem Christentum bricht, aus dem er kommt. Er ist ja selbst im Christentum groß geworden und keiner wusste besser als Nietzsche, was er auch verliert mit seinem Bruch. Also könnte aber auch meines Erachtens manch einer und manch eine sprechen, die nur über den Bruch mit dem Christentum die Dämonen des Missbrauchs abschütteln kann oder abschütteln zu können meint. Geistlicher Missbrauch ist jedenfalls eine tiefe, tiefe, tiefe Herausforderung an die Theologie und an den Glauben. Es ist nicht alles Bullshit, was die Kirche lehrt, keineswegs, im Gegenteil. Die kirchliche Theologie hat aber jetzt durch die Skandalisierung des geistlichen Missbrauchs eine große, ganz große, eine großartige Gelegenheit, den rechten Gebrauch der Lehre vom Missbrauch der Lehre zu trennen.
damit der Diamant des Glaubens wieder sichtbar werden kann, den kein Bullshit kaputt machen kann. Herzlichen Dank.